Seit vor 1000 Jahren die Kunst der Dampfdestillation aus Arabien in Europas Klöster gelangte, brennt man überall in Europa geistige Getränke. Spirituosen. Ob Obstbrand, Wodka, Whisky oder Absinth. In den Essenzen Europas spiegeln sich Landschaften und Agrarprodukte, die Geschichte und die Lebensart seiner Regionen. Krakau, im Süden Polens. Stadt der Kirchen und Klöster. Stadt der Künstler und Lebenskünstler. In Krakau ist Andrzej Rachwalski zu Hause. Er beschäftigt sich von Berufs wegen mit Wodka. Ihn interessiert, wie man ihn aromatisieren kann und was man zum Wodka isst. Am Ufer der Weichsel erhebt sich das Wahrzeichen Krakaus, der Wawel. Über Jahrhunderte Sitz der Könige Polens. Die Wiesen um die Burgfestung sind ein beliebter Freizeittreffpunkt. Andrzej hat sich mit seinem Kollegen István verabredet, um zu trainieren. Flair heißt die Jonglierkunst der Barkeeper. Flair gehört zur Barkultur in Polen. Wir haben zwei Weltmeister. Für mich ist es nur ein Spiel. Meine Leidenschaft ist der Geschmack. Krakau ist eine Studentenstadt. Besonders das alte jüdische Viertel Kazimierz ist bei jungen Besuchern aus ganz Europa beliebt. In der Szkoła Barmanów, einer Barschule, bildet Andrzej angehende Barkeeper aus. Fangen wir an. Also, einer der beliebtesten Cocktails ist Wodka Martini. James Bond trinkt ihn ja geschüttelt und nicht gerührt. Aber wir werden ihn jetzt rühren. Das ist eine der populärsten Cocktailtechniken. Szymon, ein Glas bitte. Bond mag seinen Martini mit Olive, ich mit leichter Zitrusnote. Wir reiben das Glas mit Zitronenzeste ein. O delikatnych cytrusowych nutach. Wódka jest naturalnym dla nas alkoholem. Wodka ist für uns wie Whisky für die Schotten. Es gibt hier viel zu entdecken. Vor allem die Tradition, verschiedene Zutaten im Wodka einzulegen, also zu mazerieren. Und das gibt es nur hier. Tego typu wódka, do jakiej są przyzwyczajeni. Andrzej trainiert Barkeeper in ganz Polen. Auf seinen Reisen besucht er auch Wodka-Hersteller und hält Ausschau nach Rezepten. Diesmal ist Andrzej unterwegs in den äußersten Norden Polens, nach Danzig.
Der Handel mit Holz und Getreide machte die Hansestadt einst wohlhabend. Davon zeugen die Fassaden und Giebel der Bürgerhäuser. In Danzig wurde Goldwasser erfunden, ein Kräuterlikör mit Goldblättchen. Früher glaubte man, das Edelmetall habe heilende Wirkung. Danzig war im 16. Jahrhundert eine der reichsten Städte Polens. Die Alchemisten suchten damals nach einer Rezeptur für Gold und fürs ewige Leben, auch im Likör. Und der Legende nach hat ein Mönch das Goldwasser für den kranken Papst zubereitet. Nach dem Zweiten Weltkrieg lag die Altstadt in Trümmern. Die Bürgerhäuser wurden originalgetreu wieder aufgebaut. In der Ulica Mariacka, der Frauengasse, wird Bernstein angeboten. Das Gold der Ostsee. Man füllt die Flasche mit Alkohol und stellt sie eine Woche in den Schrank, bis die Bernsteinsäure gelöst ist. Dann kann man das Elixier für Heilzwecke nehmen. Bernstein. Versteinertes Harz. 40 bis 60 Millionen Jahre alt. An der Ostsee, auch nahe bei Danzig, werden die Bernsteine angeschwemmt. Vor allem nach heftigen Winterstürmen. Andrzej ist mit Piotr Stawniak unterwegs, einem Bernsteinfischer. Früher waren es Piraten, die an der Küste nach dem fossilen Harz suchten, erzählt Piotr. Und wenn es keines gab, lockten sie Schiffe mit Leuchtfeuern in flaches Gewässer, um sie auszurauben. Piotr weiß alles über das Gold der Ostsee. Bernstein ist etwas Natürliches, ohne Herkunftsbezeichnung. Es gibt keinen ukrainischen oder polnischen. Von den 3-8% Bernsteinsäure kommt sein Weihrauchduft. Ich habe eine Flasche mit Bernsteinstückchen gekauft. Geben Sie Geschmack ab, wenn ich sie mit Wodka aufgieße? Das ist riskant. Studien zeigen, dass 98% des Bernsteins ausgekocht sind. Ohne Ester, ohne Geschmack, ohne Bernsteinsäure. Da ist nichts drin. Ein reines Polymer. Die meisten Bernsteine, die man kaufen kann, sind gar nicht echt. Lass uns deine nehmen. Wir brauchen ein Fläschchen und Bernstein. Die Weißen enthalten Eibenharz. Das soll giftig sein. Aber soweit ich weiß, nur die Früchte. Das müsste reichen. Nach ein paar Wochen geben die Steine den Geschmack ab. Wenn er zu stark ist, muss man verdünnen. Die Masuren im Nordosten Polens. Das Land der tausend Seen. Aus dem nahen Litauen stammt die Tradition des Storchenwodka, Starkus genannt. Starkus ist altlitauisch für Storch. Zbigniew Kozuba ist Kleinbrenner
und hat sich auf Storchenwodka spezialisiert. In Polen war das Wodka-Brennen immer ein Geschäft der Mächtigen. Bis ins 19. Jahrhundert hatte der Adel das Monopol, dann der Staat. Mikrodestillerien wie die von Zbigniew Kozuba gibt es nur wenige und erst seit kurzem. Je mehr ich über einen Wodka weiß, desto besser. Für mich als Barmann ist es wichtig, hier gewesen zu sein, die Geschichte des Storchenwodka erzählen zu können. Anders als üblich für Wodka dient als Grundstoff für Starkus gemälzter Roggen. Die Herstellung von Starkus beginnt beim Korn. Das kommt gemahlen in den Maischebehälter, wo sich die Stärke mit Hilfe von Hefe zuerst in Zucker und dann in Alkohol wandelt. Zbigniew ist Biochemiker. Vor 10 Jahren hat er seine Destillerie gegründet. Die ganze Familie arbeitet mit. Nach 3 Tagen pumpen wir die Maische von diesen Behältern in den Brennkessel und erhitzen sie. Wenn der Alkoholdampf abkühlt, haben wir das Produkt, Starkus. Die Kunst des Brennens war vergessen nach dem Zweiten Weltkrieg. Früher war Polen berühmt für seine Spirituosen, auch für Starkus. Nach der Verstaatlichung der Wodka-Herstellung in den kommunistischen Kombinaten war das Wissen des Kleinbrenners verschwunden. Wir mussten uns im Ausland schlau machen, in Deutschland und Österreich. Aus Büchern haben wir dann rekonstruiert, wie polnische Brenner früher arbeiteten. Zbigniew füllt den Storchenwodka für eine Familienfeier ab. Sein Sohn Maciej hat ihm den Anlass dazu beschert. Maciej ist vor 1 Monat Vater geworden. Mit 60 Litern bestem Starkus soll gefeiert werden. Aber nicht, solange der Junge klein ist. Die Tradition will, dass das Fass erst ausgegraben wird, wenn Sohn Maximilian heiratet. Starkus ist eine der ältesten Wodka-Traditionen in Polen, wie die historischen Schriften zeigen. Seit dem 15. Jahrhundert wird er gebrannt, immer dann, wenn ein Kind geboren worden ist. Aber was, wenn der kleine Maximilian nicht die Frau fürs Leben findet? Dann haben wir ein echtes Problem. Dann müssen wir einen anderen Grund finden, um das Fass auszugraben und uns mit dem Starkus zu befassen. Es wäre doch schade, ihn da unten verderben zu lassen. Wodka wird in Polen vor allem für den Weltmarkt produziert. Die Destillerien gehören großen Konzernen. Im Osten Polens, an der Grenze zu Weißrussland, wird Wodka mit dem seltenen Bisongras aromatisiert. Das interessiert Andrzej. Aber nicht das Industrieprodukt. Er will selbst mit dem Duftgras experimentieren. Im Wald von Białowieża, wo die Zaren von Russland und die Könige von Polen ihren Jagdsitz hatten, lebte schon immer der europäische Bison,
heute streng geschützt. Im Revier des Bisons wächst auch das Bisongras, hat Andrzej gehört. Das sei aber nur Zufall, eine Legende, klärt ihn Lukasz Lawrysz auf, der für den Nationalpark arbeitet. Bisons würden das Gras gar nicht fressen. Allerdings sind beide, der Bison wie das Gras, ein Symbol des Urwaldes von Białowieża. Im Nationalpark leben noch etwa 1000 wilde Bisons, die größte Population in Europa. Bisongras ist nicht leicht zu erkennen. Es wächst in feuchten Lichtungen und unterscheidet sich kaum von anderem Gras. Man muss prüfen, ob es auf der Unterseite eine weiße Schicht hat. Siehst du? Weißer Staub. Das ist Kumarin, seine Duftessenz. Ein süßlicher Geruch, wie Zimt. Bisongras duftet noch intensiver, wenn es getrocknet ist. Dann kannst du es einlegen oder Motten damit vertreiben. Am besten schmeckt es natürlich in Wodka. Im Dorf Białowieża ist Lukasz zu Hause. Andrzejs Idee? Er will den Wodka mit extra viel Bisongras aromatisieren, speziell für Cocktails. Andrzej fährt in den äußersten Süden Polens. Im Tatragebirge an der Grenze zur Slowakei liegt die Stadt Zakopane. Die Holzhäuser im Zakopane-Stil wurden von den Goralen gebaut, einem Bergvolk, das seine eigene Sprache hat und seine eigenen Traditionen. Zu Maria Himmelfahrt findet die Kräuterweihe statt. Andrzej trifft sich mit Krzysztof Trybunia Tutka, einem Musiker und Heimatforscher. Natürlich sind die Goralen streng katholisch, wie die Mehrheit der Polen. Krzysztof hilft Andrzej bei der Suche nach Tatra-Tee, einem Getränk, das früher in den Hirtenhütten der Karpaten zu finden war. Der Hirte Mietek und seine Frau Janina kennen sich aus mit den Bräuchen der Goralen. Zur Begrüßung wird Schafsmilch gereicht.
Jetek erinnert sich noch an den Tatra-Tee, aber nicht an das Rezept, erfährt Krzysztof. Ja, der Goralen-Tee. In der Berghütte ist es abends immer kalt, auch im Sommer. Deshalb hat man früher etwas selbstgebrannten Wodka in den Tee gekippt, um es sich warm zu machen. Janina weiß noch um einige der Kräuter, die in den Tatra-Tee kommen, zum Beispiel Wermut. Fünfzig Schafe hat Mietek im Sommer auf der Weide. Je später das Jahr, desto fetter ist die Milch. Andrzejs Freund Krzysztof spielt mehrere Instrumente der Karpaten, auch die Hirtenflöte. Ist das ein traditionelles Instrument hier? Ja, genau. Die Hirten hatten diese Flöte früher unterm Dach versteckt. Sie holten sie immer dann heraus, wenn sie etwas Zeit hatten. Mietek stellt einen Käse her, der in ganz Polen berühmt ist. Den Ostsipek, der über dem Holzfeuer geräuchert wird. Die Milch wird erhitzt, bis das Eiweiß gerinnt und sich von der Molke trennt. Dann kann Mietek die Käsemasse auspressen. Woran erkennt man echten Ostsipek? An Farbe und Geschmack. Der Ostsipek vom Schaf schmeckt anders als der von der Kuh. Er ist trockener und würziger. Er wird nach einer eigenen Methode hergestellt. Zum Schluss wird der Ostsipek im Holzmantel geformt und in Salzlake gegeben. Den Tatra-Tee hat er nicht gefunden bei Mietek und Janina. Aber immerhin ein Stück altes Polen. Und das ist selten genug in dem rasant sich modernisierenden Land. Warschau, die Hauptstadt Polens. Die Stadt der Banken, des Aufbruchs und der Geschäfte. Hier werden Trends gesetzt, die aufs ganze Land ausstrahlen. Am Abend hat Andrzej einen Termin in einer von Warschaus hippen Bars. Ich hab dir was mitgebracht. Bernstein-Wodka. Riecht nach Harz, Kiefernharz. Die Kollegen mixen einen Amber Martini. Bernstein-Wodka, Wermut, geschüttelt mit Orangenbitter. Gelingt der Cocktail hier, schafft er es überall auf die Karte. Das Räuchern mit Kirschholz holt die harzigen Noten raus,
findet Barkeeper Arik. Ich muss die Geschichte eines Cocktails erzählen, seiner Zutaten. Wie bei diesem Wodka. Ich kann von dem Bernsteinsammler erzählen, der ihn mit mir aromatisiert hat. Dieser Drink ist etwas Besonderes in der Welt des polnischen Wodkas. Ältesten Wodka-Traditionen in Polen, wie die historischen Schriften zeigen. Seit dem 15. Jahrhundert wird er gebrannt, immer dann, wenn ein Kind geboren worden ist. Aber was, wenn der kleine Maximilian nicht die Frau fürs Leben findet? Dann haben wir ein echtes Problem. Dann müssen wir einen anderen Grund finden, um das Fass auszugraben und uns mit dem Starkus zu befassen. Es wäre doch schade, ihn da unten verderben zu lassen. Wodka wird in Polen vor allem für den Weltmarkt produziert. Die Destillerien gehören großen Konzernen. Im Osten Polens, an der Grenze zu Weißrussland, wird Wodka mit dem seltenen Bisongras aromatisiert. Das interessiert Andrzej. Aber nicht das Industrieprodukt. Er will selbst mit dem Duftgras experimentieren. Im Wald von Białowieża, wo die Zaren von Russland und die Könige von Polen ihren Jagdsitz hatten, lebte schon immer der europäische Bison, heute streng geschützt. Im Revier des Bisons wächst auch das Bisongras, hat Andrzej gehört. Das sei aber nur Zufall, eine Legende, klärt ihn Lukasz Lawrysz auf, der für den Nationalpark arbeitet. Bisons würden das Gras gar nicht fressen. Allerdings sind beide, der Bison wie das Gras, ein Symbol des Urwaldes von Białowieża. Im Nationalpark leben noch etwa 1000 wilde Bisons, die größte Population in Europa. Bisongras ist nicht leicht zu erkennen. Es wächst in feuchten Lichtungen und unterscheidet sich kaum von anderem Gras. Man muss prüfen, ob es auf der Unterseite eine weiße Schicht hat. Siehst du? Weißer Staub. Das ist Kumarin, seine Duftessenz. Ein süßlicher Geruch, wie Zimt. Bisongras duftet noch intensiver, wenn es getrocknet ist. Dann kannst du es einlegen oder Motten damit vertreiben. Am besten schmeckt es natürlich in Wodka. Im Dorf Białowieża ist Lukasz zu Hause. Andrzejs Idee? Er will den Wodka mit extra viel Bisongras aromatisieren, speziell für Cocktails. Dobra, robota.
Andrzej fährt in den äußersten Süden Polens. Im Tatragebirge an der Grenze zur Slowakei liegt die Stadt Zakopane. Gar nicht echt. Lass uns deine nehmen. Wir brauchen ein Fläschchen und Bernstein. Die Weißen enthalten Eibenharz. Das soll giftig sein. Aber soweit ich weiß, nur die Früchte. Das müsste reichen. Nach ein paar Wochen geben die Steine den Geschmack ab. Wenn er zu stark ist, muss man verdünnen. Die Masuren im Nordosten Polens. Das Land der tausend Seen. Aus dem nahen Litauen stammt die Tradition des Storchenwodka, Starkus genannt. Starkus ist altlitauisch für Storch. Zbigniew Kozuba ist Kleinbrenner und hat sich auf Storchenwodka spezialisiert. In Polen war das Wodka-Brennen immer ein Geschäft der Mächtigen. Bis ins 19. Jahrhundert hatte der Adel das Monopol, dann der Staat. Mikrodestillerien wie die von Zbigniew Kozuba gibt es nur wenige und erst seit kurzem. Je mehr ich über einen Wodka weiß, desto besser. Für mich als Barmann ist es wichtig, hier gewesen zu sein, die Geschichte des Storchenwodka erzählen zu können. Anders als üblich für Wodka, dient als Grundstoff für Starkus gemälzter Roggen. Die Herstellung von Starkus beginnt beim Korn. Das kommt gemahlen in den Maischebehälter, wo sich die Stärke mit Hilfe von Hefe zuerst in Zucker und dann in Alkohol wandelt. Zbigniew ist Biochemiker. Vor 10 Jahren hat er seine Destillerie gegründet. Die ganze Familie arbeitet mit. Nach 3 Tagen pumpen wir die Maische von diesen Behältern in den Brennkessel und erhitzen sie. Wenn der Alkoholdampf abkühlt, haben wir das Produkt, Starkus. Die Kunst des Brennens war vergessen nach dem Zweiten Weltkrieg. Früher war Polen berühmt für seine Spirituosen, auch für Starkus. Nach der Verstaatlichung der Wodka-Herstellung in den kommunistischen Kombinaten war das Wissen des Kleinbrenners verschwunden. Wir mussten uns im Ausland schlau machen, in Deutschland und Österreich. Aus Büchern haben wir dann rekonstruiert, wie polnische Brenner früher arbeiteten. Zbigniew füllt den Storchenwodka für eine Familienfeier ab. Sein Sohn Maciej hat ihm den Anlass dazu beschert. Maciej ist vor 1 Monat Vater geworden. Mit 60 Litern bestem Starkus soll gefeiert werden. Aber nicht, solange der Junge klein ist. Die Tradition will, dass das Fass erst ausgegraben wird, wenn Sohn Maximilian heiratet. Starkus ist eine der seit vor 1000 Jahren die Kunst der Dampfdestillation aus Arabien in Europas Klöster gelangte,
brennt man überall in Europa geistige Getränke. Spirituosen. Ob Obstbrand, Wodka, Whisky oder Absinth. In den Essenzen Europas spiegeln sich Landschaften und Agrarprodukte, die Geschichte und die Lebensart seiner Regionen. Krakau, im Süden Polens. Stadt der Kirchen und Klöster. Stadt der Künstler und Lebenskünstler. In Krakau ist Andrzej Rachwalski zu Hause. Er beschäftigt sich von Berufs wegen mit Wodka. Ihn interessiert, wie man ihn aromatisieren kann und was man zum Wodka isst. Am Ufer der Weichsel erhebt sich das Wahrzeichen Krakaus, der Wawel. Über Jahrhunderte Sitz der Könige Polens. Die Wiesen um die Burgfestung sind ein beliebter Freizeittreffpunkt. Andrzej hat sich mit seinem Kollegen István verabredet, um zu trainieren. Flair heißt die Jonglierkunst der Barkeeper. Flair gehört zur Barkultur in Polen. Wir haben zwei Weltmeister. Für mich ist es nur ein Spiel. Meine Leidenschaft ist der Geschmack. Krakau ist eine Studentenstadt. Besonders das alte jüdische Viertel Kazimierz ist bei jungen Besuchern aus ganz Europa beliebt. In der Szkoła Barmanów, einer Barschule, bildet Andrzej angehende Barkeeper aus. Fangen wir an. Also, einer der beliebtesten Cocktails ist Wodka Martini. James Bond trinkt ihn ja geschüttelt und nicht gerührt. Aber wir werden ihn jetzt rühren. Das ist eine der populärsten Cocktailtechniken. Szymon, ein Glas bitte. Bond mag seinen Martini mit Olive, ich mit leichter Zitrusnote. Wir reiben das Glas mit Zitronenzeste ein. O delikatnych cytrusowych nutach. Wódka jest naturalnym dla nas alkoholem. Wodka ist für uns wie Whisky für die Schotten. Es gibt hier viel zu entdecken. Vor allem die Tradition, verschiedene Zutaten im Wodka einzulegen, also zu mazerieren. Und das gibt es nur hier. Tego typu wódka, do jakiej są przyzwyczajeni. Andrzej trainiert Barkeeper in ganz Polen. Auf seinen Reisen besucht er auch Wodka-Hersteller und hält Ausschau nach Rezepten. Diesmal ist Andrzej unterwegs in den äußersten Norden Polens, nach Danzig.
Der Handel mit Holz und Getreide machte die Hansestadt einst wohlhabend. Davon zeugen die Fassaden und Giebel der Bürgerhäuser. In Danzig wurde Goldwasser erfunden, ein Kräuterlikör mit Goldblättchen. Früher glaubte man, das Edelmetall habe heilende Wirkung. Danzig war im 16. Jahrhundert eine der reichsten Städte Polens. Die Alchemisten suchten damals nach einer Rezeptur für Gold und fürs ewige Leben, auch im Likör. Und der Legende nach hat ein Mönch das Goldwasser für den kranken Papst zubereitet. Nach dem Zweiten Weltkrieg lag die Altstadt in Trümmern. Die Bürgerhäuser wurden originalgetreu wieder aufgebaut. In der Ulica Mariazka, der Frauengasse, wird Bernstein angeboten. Das Gold der Ostsee. Man füllt die Flasche mit Alkohol und stellt sie eine Woche in den Schrank, bis die Bernsteinsäure gelöst ist. Dann kann man das Elixier für Heilzwecke nehmen. Bernstein. Versteinertes Harz. 40 bis 60 Millionen Jahre alt. An der Ostsee, auch nahe bei Danzig, werden die Bernsteine angeschwemmt. Vor allem nach heftigen Winterstürmen. Andrzej ist mit Piotr Stawniak unterwegs, einem Bernsteinfischer. Früher waren es Piraten, die an der Küste nach dem fossilen Harz suchten, erzählt Piotr. Und wenn es keines gab, lockten sie Schiffe mit Leuchtfeuern in flaches Gewässer, um sie auszurauben. Piotr weiß alles über das Gold der Ostsee. Bernstein ist etwas Natürliches, ohne Herkunftsbezeichnung. Es gibt keinen ukrainischen oder polnischen. Von den 3 bis 8% Bernsteinsäure kommt sein Weihrauchduft. Ich habe eine Flasche mit Bernsteinstückchen gekauft. Geben Sie Geschmack ab, wenn ich sie mit Wodka aufgieße? Das ist riskant. Studien zeigen, dass 98% des Bernsteins ausgekocht sind. Ohne Ester, ohne Geschmack, ohne Bernsteinsäure. Da ist nichts drin. Ein reines Polymer. Die meisten Bernsteine, die man kaufen kann, sind... Die Holzhäuser im Zakopane-Stil wurden von den Goralen gebaut, einem Bergvolk, das seine eigene Sprache hat und seine eigenen Traditionen. Zu Maria Himmelfahrt findet die Kräuterweihe statt. Andrzej trifft sich mit Krzysztof Trybunia Tutka, einem Musiker und Heimatforscher. Natürlich sind die Goralen streng katholisch, wie die Mehrheit der Polen.
Krzysztof hilft Andrzej bei der Suche nach Tatra-Tee, einem Getränk, das früher in den Hirtenhütten der Karpaten zu finden war. Der Hirte Mietek und seine Frau Janina kennen sich aus mit den Bräuchen der Goralen. Zur Begrüßung wird Schafsmilch gereicht. Jetek erinnert sich noch an den Tatra-Tee, aber nicht an das Rezept, erfährt Krzysztof. Ja, der Goralen-Tee. In der Berghütte ist es abends immer kalt, auch im Sommer. Deshalb hat man früher etwas selbstgebrannten Wodka in den Tee gekippt, um es sich warm zu machen. Janina weiß noch um einige der Kräuter, die in den Tatra-Tee kommen, zum Beispiel Wermut. Fünfzig Schafe hat Mietek im Sommer auf der Weide. Je später das Jahr, desto fetter ist die Milch. Andrzejs Freund Krzysztof spielt mehrere Instrumente der Karpaten, auch die Hirtenflöte. Ist das ein traditionelles Instrument hier? Ja, genau. Die Hirten hatten diese Flöte früher unterm Dach versteckt. Sie holten sie immer dann heraus, wenn sie etwas Zeit hatten. Mietek stellt einen Käse her, der in ganz Polen berühmt ist. Den Ostsipek, der über dem Holzfeuer geräuchert wird. Die Milch wird erhitzt. Die Tradition will, dass das Fass erst ausgegraben wird, wenn Sohn Maximilian heiratet. Starkus ist eine der. Seit vor 1000 Jahren die Kunst der Dampfdestillation aus Arabien in Europas Klöster gelangte, brennt man überall in Europa geistige Getränke, Spirituosen. Ob Obstbrand, Wodka, Whisky oder Absinth. In den Essenzen Europas spiegeln sich Landschaften und Agrarprodukte, die Geschichte und die Lebensart seiner Regionen. Krakau, im Süden Polens. Stadt der Kirchen und Klöster. Stadt der Künstler und Lebenskünstler. In Krakau ist Andrzej Rachwalski zu Hause.
Er beschäftigt sich von Berufswegen mit Wodka. Ihn interessiert, wie man ihn aromatisieren kann und was man zum Wodka isst. Am Ufer der Weichsel erhebt sich das Wahrzeichen Krakaus, der Wawel. Über Jahrhunderte Sitz der Könige Polens. Die Wiesen um die Burgfestung sind ein beliebter Freizeittreffpunkt. Andrzej hat sich mit seinem Kollegen István verabredet, um zu trainieren. Holz und Getreide machte die Hansestadt einst wohlhabend. Davon zeugen die Fassaden und Giebel der Bürgerhäuser. In Danzig wurde Goldwasser erfunden, ein Kräuterlikör mit Goldblättchen. Früher glaubte man, das Edelmetall habe heilende Wirkung. Danzig war im 16. Jahrhundert eine der reichsten Städte Polens. Die Alchemisten suchten damals nach einer Rezeptur für Gold und fürs ewige Leben, auch im Likör. Und der Legende nach hat ein Mönch das Goldwasser für den kranken Papst zubereitet. Nach dem Zweiten Weltkrieg lag die Altstadt in Trümmern. Die Bürgerhäuser wurden originalgetreu wieder aufgebaut. In der Ulica Mariacka, der Frauengasse, wird Bernstein angeboten. Das Gold der Ostsee. Man füllt die Flasche mit Alkohol und stellt sie eine Woche in den Schrank, bis die Bernsteinsäure gelöst ist. Dann kann man das Elixier für Heilzwecke nehmen. Bernstein, versteinertes Harz, 40 bis 60 Millionen Jahre alt. An der Ostsee, auch nahe bei Danzig, werden die Bernsteine angeschwemmt. Vor allem nach heftigen Winterstürmen. Andrzej ist mit Piotr Stawniak unterwegs, einem Bernsteinfischer. Früher waren es Piraten, die an der Küste nach dem fossilen Harz suchten, erzählt Piotr. Und wenn es keines gab, lockten sie Schiffe mit Leuchtfeuern in flaches Gewässer, um sie auszurauben. Piotr weiß alles über das Gold der Ostsee. Bernstein ist etwas natürlich. Starkus ist eine der. Seit vor 1000 Jahren die Kunst der Dampfdestillation aus Arabien in Europas Klöster gelangte, brennt man überall in Europa geistige Getränke. Spirituosen. Ob Obstbrand, Wodka, Whisky oder Absinth. In den Essenzen Europas spiegeln sich Landschaften und Agrarprodukte, die Geschichte und die Lebensart seiner Regionen.
Krakau, im Süden Polens. Stadt der Kirchen und Klöster. Stadt der Künstler und Lebenskünstler. In Krakau ist Andrzej Rachwalski zu Hause. Er beschäftigt sich von Berufswegen mit Wodka. Ihn interessiert, wie man ihn aromatisieren kann und was man zum Wodka isst. Am Ufer der Weichsel erhebt sich das Wahrzeichen Krakaus, der Wawel. Über Jahrhunderte Sitz der Könige Polens. Die Wiesen um die Burgfestung sind ein beliebter Freizeittreffpunkt. Andrzej hat sich mit seinem Kollegen István verabredet, um zu trainieren. Flair heißt die Jonglierkunst der Barkeeper. Flair gehört zur Barkultur in Polen. Wir haben zwei Weltmeister. Nach Danzig. Der Handel mit Holz und Getreide machte die Hansestadt einst wohlhabend. Davon zeugen die Fassaden und Giebel der Bürgerhäuser. In Danzig wurde Goldwasser erfunden, ein Kräuterlikör mit Goldblättchen. Früher glaubte man, das Edelmetall habe heilende Wirkung. Danzig war im 16. Jahrhundert eine der reichsten Städte Polens. Die Alchemisten suchten damals nach einer Rezeptur für Gold und fürs ewige Leben, auch im Likör. Und der Legende nach hat ein Mönch das Goldwasser für den kranken Papst zubereitet. Nach dem Zweiten Weltkrieg lag die Altstadt in Trümmern. Die Bürgerhäuser wurden originalgetreu wieder aufgebaut. In der Ulica Mariacka, der Frauengasse, wird Bernstein angeboten. Das Gold der Ostsee. Man füllt die Flasche mit Alkohol und stellt sie eine Woche in den Schrank, bis die Bernsteinsäure gelöst ist. Dann kann man das Elixier für Heilzwecke nehmen. Bernstein, versteinertes Harz, 40 bis 60 Millionen Jahre alt. An der Ostsee, auch nahe bei Danzig, werden die Bernsteine angeschwemmt. Vor allem nach heftigen Winterstürmen. Andrzej ist mit Piotr Stawniak unterwegs, einem Bernsteinfischer. Früher waren es Piraten, die an der Küste nach dem fossilen Harz suchten, erzählt Piotr. Und wenn es keines gab, lockten sie Schiffe mit Leuchtfeuern in flaches Gewässer, um sie auszurauben. Piotr weiß alles über das Gold der Ostsee. Wird Wodka mit dem seltenen Bisongras aromatisiert. Das interessiert Andrzej.
aber nicht das Industrieprodukt. Er will selbst mit dem Duftgras experimentieren. Im Wald von Białowieża, wo die Zaren von Russland und die Könige von Polen ihren Jagdsitz hatten, lebte schon immer der europäische Bison, heute streng geschützt. Im Revier des Bisons wächst auch das Bisongras, hat Andrzej gehört. Das sei aber nur Zufall, eine Legende, klärt ihn Lukasz Lawrysz auf, der für den Nationalpark arbeitet. Bisons würden das Gras gar nicht fressen. Allerdings sind beide, der Bison wie das Gras, ein Symbol des Urwaldes von Białowieża. Im Nationalpark leben noch etwa 1000 wilde Bisons, die größte Population in Europa. Bisongras ist nicht leicht zu erkennen. Es wächst in feuchten Lichtungen und unterscheidet sich kaum von anderem Gras. Man muss prüfen, ob es auf der Unterseite eine weiße Schicht hat. Siehst du? Weißer Staub. Das ist Kumarin, seine Duftessenz. Ein süßlicher Geruch, wie Zimt. Bisongras duftet noch intensiver, wenn es getrocknet ist. Dann kannst du es einlegen oder Motten damit vertreiben. Am besten schmeckt es natürlich in Wodka. Im Dorf Białowieża ist Lukasz zu Hause. Andrzejs Idee? Er will den Wodka mit extra viel Bisongras aromatisieren, speziell für Cocktails. Andrzejs Idee? Er will den Wodka mit extra viel Bisongras aromatisieren, speziell für Cocktails. Andrzej fährt in den äußersten Süden Polens. Im Tatragebirge an der Grenze zur Slowakei liegt die Stadt Zakopane. Holzhäuser im Zakopane-Stil wurden von den Goralen gebaut, einem Bergvolk, das seine eigene Sprache hat und seine eigenen Traditionen. Zu Maria Himmelfahrt findet die Kräuterweihe statt. Andrzej trifft sich mit Krzysztof Trybunia Tutka, einem Musiker und Heimatforscher. Natürlich sind die Goralen streng katholisch, wie die Mehrheit der Polen. Thank you.
Krzysztof hilft Andrzej bei der Suche nach Tatra-Tee, einem Getränk, das früher in den Hirtenhütten der Karpaten zu finden war. Der Hirte Mietek und seine Frau Janina kennen sich aus mit den Bräuchen der Goralen. Zur Begrüßung wird Schafsmilch gereicht. In Deutschland und Österreich. Aus Büchern haben wir dann rekonstruiert, wie polnische Brenner früher arbeiteten. Zbigniew füllt den Storchenwodka für eine Familienfeier ab. Sein Sohn Maciej hat ihm den Anlass dazu beschert. Maciej ist vor einem Monat Vater geworden. Mit 60 Litern bestem Starkus soll gefeiert werden. Aber nicht, solange der Junge klein ist. Die Tradition will, dass das Fass erst ausgegraben wird, wenn Sohn Maximilian heiratet. Starkus ist eine der. Seit vor 1000 Jahren die Kunst der Dampfdestillation aus Arabien in Europas Klöster gelangte, brennt man überall in Europa geistige Getränke. Spirituosen. Ob Obstbrand, Wodka, Whisky oder Absinth. In den Essenzen Europas spiegeln sich Landschaften und Agrarprodukte, die Geschichte und die Lebensart seiner Regionen. Krakau, im Süden Polens. Stadt der Kirchen und Klöster. Stadt der Künstler und Lebenskünstler. In Krakau ist Andrzej Rachwalski zu Hause. Er beschäftigt sich von Berufswegen mit Wodka. Mal ist Andrzej unterwegs in den äußersten Norden Polens, nach Danzig. Der Handel mit Holz und Getreide machte die Hansestadt einst wohlhabend. Davon zeugen die Fassaden und Giebel der Bürgerhäuser. In Danzig wurde Goldwasser erfunden, ein Kräuterlikör mit Goldblättchen. Früher glaubte man, das Edelmetall habe heilende Wirkung. Danzig war im 16. Jahrhundert eine der reichsten Städte Polens. Die Alchemisten suchten damals nach einer Rezeptur für Gold und fürs ewige Leben, auch im Likör. Und der Legende nach hat ein Mönch das Goldwasser für den kranken Papst zubereitet. Nach dem Zweiten Weltkrieg lag die Altstadt in Trümmern.
Die Bürgerhäuser wurden originalgetreu wieder aufgebaut. In der Ulica Mariazka, der Frauengasse, wird Bernstein angeboten. Das Gold der Ostsee. Man füllt die Flasche mit Alkohol und stellt sie eine Woche in den Schrank, bis die Bernsteinsäure gelöst ist. Dann kann man das Elixier für Heilzwecke nehmen. Bernstein, versteinertes Harz, 40 bis 60 Millionen Jahre alt. An der Ostsee, auch nahe bei Danzig, werden die Bernsteine angeschwemmt. Vor allem nach heftigen Winterstürmen. Andrzej ist mit Piotr Stawniak unterwegs, einem Bernsteinfischer. Früher waren es Piraten, die an der Küste nach dem fossilen Harz suchten, erzählt Piotr. Und wenn es keines gab, lockten sie Schiffe mit Leuchtfeuern in flaches Gewässer, um sie auszurauben. Piotr weiß alles über das Gold der Ostsee. Wie bei diesem Wodka. Ich kann von dem Bernsteinsammler erzählen, der ihn mit mir aromatisiert hat. Dieser Drink ist etwas Besonderes in der Welt des polnischen Wodkas. Ältesten Wodka-Traditionen in Polen, wie die historischen Schriften zeigen. Seit dem 15. Jahrhundert wird er gebrannt, immer dann, wenn ein Kind geboren worden ist. Aber was, wenn der kleine Maximilian nicht die Frau fürs Leben findet? Dann haben wir ein echtes Problem. Dann müssen wir einen anderen Grund finden, um das Fass auszugraben und uns mit dem Starkus zu befassen. Es wäre doch schade, ihn da unten verderben zu lassen. Wodka wird in Polen vor allem für den Weltmarkt produziert. Die Destillerien gehören großen Konzernen. Im Osten Polens, an der Grenze zu Weißrussland, wird Wodka mit dem seltenen Bisongras aromatisiert. Das interessiert Andrzej. Aber nicht das Industrieprodukt. Er will selbst mit dem Duftgras experimentieren. Im Wald von Białowieża, wo die Zaren von Russland und die Könige von Polen ihren Jagdsitz hatten, lebte schon immer der europäische Bison, heute streng geschützt. Im Revier des Bisons wächst auch das Bisongras, hat Andrzej gehört. Das sei aber nur Zufall, eine Legende, klärt ihn Lukasz Lawrysz auf, der für den Nationalpark arbeitet. Bisons würden das Gras gar nicht fressen. Allerdings sind beide, der Bison wie das Gras, ein Symbol des Urwaldes von Białowieża. Zitronenzeste ein. Wodka ist für uns wie Whisky für die Schotten. Es gibt hier viel zu entdecken.
Vor allem die Tradition, verschiedene Zutaten im Wodka einzulegen, also zu mazerieren. Und das gibt es nur hier. Andrzej trainiert Barkeeper in ganz Polen. Auf seinen Reisen besucht er auch Wodka-Hersteller und hält Ausschau nach Rezepten. Diesmal ist Andrzej unterwegs in den äußersten Norden Polens, nach Danzig. Der Handel mit Holz und Getreide machte die Hansestadt einst wohlhabend. Davon zeugen die Fassaden und Giebel der Bürgerhäuser. In Danzig wurde Goldwasser erfunden, ein Kräuterlikör mit Goldblättchen. Früher glaubte man, das Edelmetall habe heilende Wirkung. Danzig war im 16. Jahrhundert eine der reichsten Städte Polens. Die Alchemisten suchten damals nach einer Rezeptur für Gold und fürs ewige Leben, auch im Likör. Und der Legende nach hat ein Mönch das Goldwasser für den kranken Papst zubereitet. Nach dem Zweiten Weltkrieg lag die Altstadt in Trümmern. Die Bürgerhäuser wurden originalgetreu wieder aufgebaut. In der Ulica Mariacka, der Frauengasse, wird Bernstein angeboten. Das Gold der Ostsee. Man füllt die Flasche mit Alkohol und stellt sie eine Woche in den Schrank, bis die Bernsteinsäure gelöst ist. Dann kann man das Elixier für Heilzwecke nehmen. Bernstein. Versteinertes Harz. 40 bis 60 Millionen Jahre alt. Bernstein ist etwas Natürliches, ohne Herkunftsbezeichnung. Es gibt keinen ukrainischen oder polnischen. Von den 3-8% Bernsteinsäure kommt sein Weihrauchduft. Ich habe eine Flasche mit Bernsteinstückchen gekauft. Geben Sie Geschmack ab, wenn ich sie mit Wodka aufgieße? Das ist riskant. Studien zeigen, dass 98% des Bernsteins ausgekocht sind. Ohne Ester, ohne Geschmack, ohne Bernsteinsäure. Da ist nichts drin. Ein reines Polymer. Die meisten Bernsteine, die man kaufen kann, sind gar nicht echt. Lass uns deinen nehmen. Wir brauchen ein Fläschchen und Bernstein. Die Weißen enthalten Eibenharz. Das soll giftig sein. Aber soweit ich weiß, nur die Früchte. Das müsste reichen. Nach ein paar Wochen geben die Steine den Geschmack ab. Wenn er zu stark ist, muss man verdünnen. Die Masuren im Nordosten Polens. Das Land der tausend Seen. Aus dem nahen Litauen stammt die Tradition des Storchenwodka, Starkus genannt. Starkus ist altlitauisch für Storch. Zbigniew Kozuba ist Kleinbrenner und hat sich auf Storchenwodka spezialisiert.
In Polen war das Wodka-Brennen immer ein Geschäft der Mächtigen. Bis ins 19. Jahrhundert hatte der Adel das Monopol, dann der Staat. Mikrodistillerien wie die von Zbigniew Kozuba gibt es nur wenige und erst seit kurzem. Je mehr ich über einen Wodka weiß, desto besser. Für mich als Barmann ist es wichtig, hier gewesen zu sein, die Geschichte des Storchen-Wodka erzählen zu können. Anders als üblich für Wodka dient als Grundstoff für Starkus gemälzter Roggen.